Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Die lange Leitung. Die lange Leitung, heute in der Leitung mit Marc Hagenbeck, unser Gedankenleser, Mentalist, Mastermind auf Shoki Banoki. Hallo Marc. Hallo. Ja, und die Kim Weber, die ist auch da, Kim Weber aus Berlin. Hallo Kim. Moin. Ja, und ich habe heute einen Gegenstand mitgebracht, den ich gleich in die Kamera halten werde. Und jeder, der mitraten möchte, schaut bei dem Gong kurz weg. Und wenn der Gong wieder ertönt, kann er wieder hingucken. Also, pass auf. Jetzt kommt der Gegenstand. Und das ist das hier. Ja, ich hoffe, man kann es soweit erkennen. Ja, ist klar. So, da, so kann man das machen. Ne? Ist klar. Und das jetzt wieder zurück, so. Man sollte es jetzt erkannt haben, wenn man jetzt nicht mitraten möchte. Aber, so, jetzt der Gegenstand wieder weg. So, und mein Hinweis, pass auf, mein Hinweis lautet, manche Mörder nutzen es. Manche Mörder nutzen es? Geil. Manche Mörder nutzen es. Kim, du bist dran. Ich bin dran. Hält man das in der Hand? Man kann es in der Hand halten, ja. Also, ich habe es eben auch in der Hand gehabt. Ja. So, ja, also dann ja, raus. Aber bringt dir nicht viel. Ist es ein Messer? Nein, es ist kein Messer. Wäre jetzt auch sehr einfach. Es wäre so bescheuert, als wenn man irgendwie jetzt sagen würde, das ist ein Rubikswürfel und ich gebe den Tipp, es hat 6 Seiten und es ist bunt. Wer macht denn sowas? Wer macht denn sowas? Ja. Also ehrlich. Wer macht denn sowas? Das wäre totaler Käse, ehrlich. Ja. Manche Verbrecher nutzen es also. Nutzen die Verbrecher diesen Gegenstand, um ihre Spuren zu verwischen? Kann man auch, ja. Kann man auch. Ja. Ist es etwas, was die Verbrecher anziehen? Nein, die ziehen es nicht an. Die ziehen es nicht an, okay. Ist Kimi? Das, ja. Ja. Ist es ein so ein Pinsel oder sowas? Ein was? Ein Pinsel oder sowas. Um die Spur. Ein Pinsel? Falls der Verbrecher zufälligerweise auch Maler ist oder was? Ein Pinsel. Ja, warte mal, ich überlege mal kurz. Nein, kein Pinsel. Zu Tode gepinselt. Ja. Naja, manche machen das genau. Da irgendwie. Kann man nee, ja. Ich glaube, ich weiß. Mal gucken. Ja, man kann ja so denjenigen ans Bett so ketten irgendwie und den dann wirklich so an der Fußsohle zu Tode pinseln, bis der nicht mehr leben möchte, ja, und dann ja sein eigenes Leben aushaucht, mental, und dann ja ist er weg. Ja, ja. Oder mit aber, einem steten Wassertropfen auf dem Kopf. Geht auch. Ja. Gute Idee, Kim. Dauert halt nur sehr lange. Okay, da müssen wir mal irgendwie ins Rantasten anders. Fällt es der Gegenstand in die Kategorie Werkzeug? Nein. Nein. Benutzen das auch Ärzte? Ärzte benutzen es auch. Sind bringt dich aber nicht weiter. Was? Achso, Handschuhe? Ja. Sind nein das Handschuhe? Ja, da hatte ich auch gedacht, deswegen hatte ich ja gefragt, ob sie es anziehen. Aber das tun sie ja nicht. Achso, ja. Ja. Schwierig. Es ist kein Werkzeug. Ich gebe euch einen Tipp. Ja? Es nutzen auch Prostituierte. Es nutzen auch Prostituierte. Nee, ich gebe euch noch einen Tipp. Es benutzen auch Zauberer. Nee, ich gebe euch noch einen Tipp. Es benutzen auch Fußballprofis. Ich gebe euch noch einen Tipp. Es benutzen auch Hausmeister. Alles klar. Man könnte auch sagen, es nutzen alle Menschen der Welt. Ja, ich habe es schon verstanden. Nicht alle Menschen der Welt. Ja, aber die meisten wahrscheinlich, ne? Ja. Naja, der Welt nicht. Der Welt, dann ist es eher die Minderheit. Aber bei uns.
Bei uns. Bei uns. Wer ist denn eigentlich dran? Ich? Tja. Ja, du. Ja. Na du. Marc ist dran. So. Marc ist aber dran. Aber Mörder könnten es auf eine ganz besondere Art und Weise nutzen. So, jetzt habe ich genug Tipps gegeben. So. Kein Bock mehr langsam. Lehrer? Mörder. Mörder. Ist es etwas, was jeder von uns zu Hause hat? Ja. Ja. Also ich glaube in Berlin auch, ja, normal auch, ja, in Berlin auch. Finde ich das in der Küche zum Beispiel? Ja, man findet es sicherlich auch in der Küche. Also ich habe es bei mir in der Küche liegen. Es ist also man könnte sagen aus der Kategorie Küchengerät. Nein, ich habe es nur in der Küche liegen. Ich habe nie gesagt, dass es ein Küchengerät ist. Och, ey, Elad, was ist da in der Küche liegen? Kettensägen. Salzsäure. Was muss man brauchen in der Zum Küche? Beispiel Teppich könnte es ja sein. Pass mal auf, ich gebe euch jetzt mal einen Tipp, der nur um die Ecke gedacht ist. Also es könnte zum Beispiel ein Teppich sein und Mörder nutzen es, um ihre Leiche darin einzuwickeln. So. Ja. Es ist aber kein Teppich. Verstehst du, wie ich denke? Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ja. Also ich bin ja aber gar Kim nicht mehr dran, ne? Kim ist dran. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, es ist hier so ein Klebestreifen. Aber wenn du jetzt sagst, damit packen die ihre Leichen ein? Nee, das war nur ein Tipp, damit ihr wisst, wie ich denke. Ach so. Ja. Aber Klebestreifen ist auch nicht. Aber es geht ja um Leichenbeseitigung. Das haben wir ja schon. Nein, habe ich nie behauptet. Nein, habe ich nie behauptet. Ach so. Ich habe nie gesagt, es geht um Leichenbeseitigung. Man kann, wenn man möchte, kann man da auch Leichen mit beseitigen. Ist halt schon recht aufwendig. Also reden wir im weitesten Sinne von einer gewissen Art Behältnis? Ja. Was jetzt, sagen wir mal, aus Plastik ist? Ja. Manchmal hat es oben so einen Zipper. Ein was? So einen Zipper als Verschluss. Ein Zipper. Also das, was ich habe, nein, hat keinen Zipper. Ah doch, das hat auch einen Zipper. Doch, hat einen Zipper. Siehste, es ist ein Gefrierbeutel. Nein, es ist kein Gefrierbeutel. Ey, wenn du jetzt gleich sagst, nee, es ist eine kleine Mülltüte, dann hau ich dich. Wieso? Was hat ein Gefrierbeutel mit kleiner Mülltüte zu tun? Also es ist aber auf jeden Fall ein Beutel. Ja. Ja. Ja? Nur was für einer? Jetzt müssen wir nur rausfinden, was für ein Beutel. Was für einer? Ein ganz spezieller. Ja. Denk mal an den Fußballer, denk mal an die Prostituierte, denk mal an den Arzt. Irritation. Kim ist dran, glaube ich, oder? Ja, Kim ja ist, ich überlege gerade ganze Zeit. Ich gehe andauernd die Leute da durch. Geht doch mal eure Beutel durch, die ihr so habt. Ja. Ratter. Meine Frau ist gerade hier. Ich könnte ja gerade mal fragen, was wir für Beutel in der Küche haben. Hol mal alle Beutel, die wir haben! Ey, das ist. Auch die von den Benutzen. Benutzen auch Fußballer und sowas? Und Ärzte, hast du ja auch gesagt, ne? Na klar. Logisch. Warum nicht? Aber so ein Einkaufsbeutel ist es nicht. Kein Einkaufsbeutel, nein. Wäre auch ein bisschen komisch. Es geht eher um die andere Variante. Nicht hineinholen, sondern lieber wegbringen. Also doch den Müllbeutel. Ja, aber was für einer? 20 Liter, 50 Liter. Nein, nicht der Inhalt. Das ist ein ganz bestimmter. Ein ganz bestimmter Müllbeutel. Ja, ich gebe noch einen Tipp, pass auf. Man sagt, Chinesen haben es auch. Total irritiert. Man sagt Chinesen.
Ach so, jetzt weiß ich's. Bin ich dran? Sag, was ist es? Sag. Ja, ein gelber Sack, Mann. Ja, ein gelber Sack, sehr gut, bravo. Ja, toll, super. Hier ist der gelbe Sack. Da, ja, guck Mann, mal. Das war jetzt aber echt in die Länge gezogen. Mann, wieso in die Länge gezogen? Jetzt, pass mal auf. Mörder benutzen es ja manchmal. Hast du schon mal so einen richtigen. Hast du schon mal einen richtigen Krimi gesehen, Marc? Ja, klar. So, und dann kommt der Mörder von hinten und stülpt dem Opfer so die Mülltüte so drüber. Manchmal ist es auch ein gelber Sack. Und dann stülpt er drüber und dann erstickt er den dann so. Ja, mit einem gelben Sack. Ja, hab schon oft gesehen. Das ist klar. Ja. Ist für die Kameraeinstellung total geil, wenn du einen gelben Sack nimmst im Krimi, weißt du, dann sieht man das Gesicht. Ja, so genau. Gut. Ja. Das ist ein Chinesischer halt, egal. Vor allem auch Ärzte und Fußballer, ne? Naja, Ärzte und Fußballer benutzen es auch und Prostituierte benutzen es, warum denn nicht? Das ist halt ein gelber Sack, das ist ja für jeden irgendwie. Die Kim benutzt das, der Marc benutzt das, ich benutze das. Und wenn ich eine Prostituierte wäre, würde ich das auch benutzen. So. So, jetzt verrate ich euch was. Wir in Rheinland-Pfalz hier, ne? Was denn? Wir haben gar keine gelben Säcke. Ja, das, deswegen habe ich. Wir hier in Isenburg, also das muss man dazu sagen. Also, deswegen hab ich bei der Kim, war ich bei der Kim nicht ganz sicher. Aber ihr habt auch gelbe Säcke in Berlin, oder? Ja, ja, wir haben das, ja. Genau, siehst du. Ja, das war die lange Leitung heute mit dem gelben Sack. Marc Hagenbeck und Kim Weber waren da. Ja, ich sag Cheerio, Miss Sophie. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Die Lange Leitung. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao. Das war Die Lange Leitung auf Schokibanoki New Television. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.